Hallo, schön, dass ihr da seid. Danke fürs Einschalten. Ja, was soll ich großartig sagen? Marlene ist am Start. Wir prügeln noch einmal in Marlene rein, schauen mal, wie es läuft. Aber der größere Plan heute ist, nach Pandora zu gehen. Da hat sie mich schon viel zu oft getroffen, als dass es mir gut tut. Oh shit. Ah, fuck. Pandora, neuer DLC, ja. Das ist echt so ein Ding, ne? Eigentlich würde ich jetzt schon auch gerne ein neues Gebiet sehen, aber andererseits ist das so, ach, ein Versuch geht noch. Ein Versuch geht noch. Komm, ein Versuch geht noch. Ein Versuch kann man noch machen. Shitty. Shit. No, no. Ah. Nee, nee, nee. Sie will mich gerade zu hart. Sie will mich viel zu hart. Einer. Dann ist aber Feierabend, junger Mann. Okay, Niklas, okay. Ja, Papa. Gut, also, ich habe die Vermutung, dass dieser Boss irgendwo hier unten oder da unten ist, der mir noch fehlt, weil das vom Gebiet her passen würde. Oder hier? War ich dort? Sehr gut. Dann war meine erste Vermutung in dem Fall eher richtig. Weil man nämlich von dort gesehen hat, von oben, dass es da unten noch was gibt. Einmal kurz, ich will einmal kurz schauen, wie es hier aussieht.
Was hast du verpasst beim ersten Mal? Ah, guck mal. Ah ja, das sieht doch gut aus hier. Ah, okay. Ach so, bei deinem Playthrough hast du den verpasst. Verstehe. Okay, nur eine Kiste. Also nur in Anführungsstrichen. Talisman des alten Fürsten. Verlängert die Wirkungsdauer von Zaubereffekten. Zaubereffekte, darunter zählen wahrscheinlich nicht Zaubereien und Anrufungen. Okay, nee, darunter zählen leider nicht die Effekte der Arznei und so. Schade, ich dachte jetzt, hier hätte ich es schon gefunden. Aber in dem Fall... Aha, okay, ich sehe. Einmal das aktivieren. Es gilt auch um auf Zaubern. Nee. Wait. Wo bin ich jetzt? Blitzgroßbolzen, okay. Hä, wie... Okay, ich bin leicht verwirrt, dass der mich jetzt ganz nach oben gebracht hat. Ich dachte, hier würde ich in die Zwischen... Ah, da ist die Zwischenebene. Und hier bin ich jetzt wieder unten. Ah, okay, verstehe. Drachenritterhelm, Rüstung, Stulpen, Bein. Was kann die? Kann die was Besonderes? Steht aus einer Flügelmembran eines Drachen. Die sieht, glaube ich, cool aus, aber ansonsten kann sie, glaube ich, nicht so viel. Ist ein bisschen leichter, okay. Ja, guck mal, dahin will ich eigentlich, glaube ich. Gibt's hier irgendwie einen Weg dahin? Nee. Da drüben will ich eigentlich lang. Nee, da oben drauf war ich schon. Aber unten drin war ich noch nicht. Und dann vielleicht darüber.
Also hier nicht. Okay. Ach ja, euch Vögel brauche ich jetzt eigentlich echt nicht, ne? Oh, falsch. Hier unten irgendwo, hätte ich gesagt. Schnauze. Ah, Hilfe! Ich hab gesagt, ich brauch euch jetzt nicht. Ich mache jetzt was Wildes. Wie viele Seelen habe ich? 17.000. Hehe. Wo bin ich hier? Ich bin genau da, wo ich hin wollte, aber ich wüsste nicht, wie der normale Weg ist. Kein schockierter Aufschrei aus dem Chat von wegen Cheater. Verdammte Axt. Ungeschickt. Mit meinem Schwert wäre er tot gewesen. Verdammt. Die Keule ist mir zum Verhängnis geworden. Ob ich den Sprung nochmal so schön hinkriege darunter? Weiß ich nicht. Dämlichen Vögel, ne? Ah, ja. Na, ich glaube, ich suche lieber den normalen Weg. Jetzt verprügeln wir erstmal ein paar Vögel. Ihr verdammten Bastarde. Blöde Mistviecher. Oh, ich hasse sie so sehr. Dass er auch nicht erkennbar ist. Ey. Oh. Auf welcher Höhe sie sind, wie sie fliegen, wo sie angreifen. Es ist... voll übel.
hier oben irgendwo? Nee, ich glaube, hier habe ich überall gegengehauen. Falls ich ihn finde. Ey, ja, wenn ich zu lange suchen muss, würde ich hier wieder ein bisschen Hilfe in Anspruch nehmen, tatsächlich. Das... Dämlicher Vogel. Ich werde mich hier nicht zu Tode suchen. Wenn es nicht sein soll, soll es nicht... Also, wenn ich es nicht finde, dann... brauche ich halt Unterstützung. Ist einfach so. Richtung Drache rechts hoch. Und da kommt direkt die Hilfe. Aber theoretisch wäre ich da unten drin richtig, oder? Vermute ich mal. Den findet man alleine einfach nicht. Okay, verstehe. Na gut. Freut mich natürlich, Niklas. Ja, da unten irgendwie vielleicht. Also irgendwo da unten. Da hinten. War hier nicht nochmal irgendwo einer? Da drin sind noch welche. Sauber. Dankeschön. Hierfür bin ich auf dem richtigen Weg. Ja, könnte man übersehen. Aber ich fand es jetzt nicht so, also es war jetzt nicht so, dass ich gesagt hätte, okay, den Weg findet man gar nicht. Aber wenn man ungefähr so eine Idee hat, ist es gar nicht so schwer. So. Ja, dann doch hier... Nee, oder? Nee, da komme ich auch nicht rüber. Hä? Pferdchen kann ich auch nicht nehmen. Oh, warte mal, was? Das kann man allerdings übersehen. What the fuck? Okay.
Kaffee ist leer. Hier baut sich Pandora wieder auf. Einfach mal eine Runde schlafen. Hey. Okay, jetzt bin ich gespannt, ob ich mit der Keule hier richtig bin. Schauen wir mal. Ich habe, glaube ich, schon gehört, dass es ein Drache ist. Dann bin ich mit der Keule auf jeden Fall besser dran. Holy shit. Okay, ja. Okay. What the f... Yep. Ich hoffe, ich kann mein Pferd nehmen. Nee, er hat zwei Köpfe. Es ist eine Hydra. So eine halbe. Ach du Scheiße. Jetzt hoffe ich noch mehr, dass ich mein Pferd benutzen darf. Nein, darf ich nicht. Ich darf mein Pferd nicht benutzen. Scheiße, aber mit einer Keule bin ich auf jeden Fall... Oh mein Gott. Wie geil ist das denn hier? Okay, alles klar. Holy moly. Das Gewitter außenrum, das Drachenfürst. Lazi, du Sachs. Ey, wir blitzen. Okay, wir blitzen. Yep, okay. Hier blitzt einfach alles. Ich weiß nicht wohin. Können wir mit der Blitzerei kurz... Okay, alles klar. Okay. Nee. Moment. Also Keule ist, glaube ich, richtig. Wobei, ich glaube, ich probiere es, glaube ich, einmal mit dem Schwert. So, jetzt ist die Frage, wie kann ich hier vorbeilaufen? Ah ja, okay. Ist das wirklich der Boss-Run? Leute, gibt's hier kein nichts Näheres. Und ich muss mir jedes Mal die Ladezeit gönnen. Oh Mann. Ah, das ist natürlich ein bisschen... Das ist minimal nervig. Ich habe natürlich jetzt dummerweise habe ich jetzt die Flakons nicht richtig ausgerüstet. Ist das Blitzschaden, den er macht? Oder ist das Magie? Vermute mal Blitz. Marika Pfosten. Hat dich Elden Ring schon so weich gemacht. Okay. Eine Angriffsserie deutlich. Das ist natürlich eigentlich auch geil gegen Marlene. Kritische Treffer weiß ich nicht. Verringert den Schaden durch kritische Treffer. Das ist bei Marlene vielleicht auch ganz geil. Aber nur wie bei ihrem Griff, ne? Nee.
Ah, ich weiß nicht, was ich nehmen soll. Kraft einer Angriffsserie deutlich. Das könnte ganz geil sein, falls ich 2-3 schaffe mit dem Schwert. Normale Angriffe, aber die mache ich eigentlich nicht. Mit Weisheit habe ich auch mehr Fokus, oder? Da, erhöht den maximalen Fokus deutlich. Ja, dann packen wir halt erstmal den mit rein. Jetzt, ja, okay, so deutlich jetzt auch nicht. Nee, das ist Quatsch. Das ist ja jetzt nicht gefüllt. Ausrüstungsgewicht. Kann ich irgendwas reintun noch, was mir, dass sich jetzt das Ausrüstungsgewicht lohnt? Wundsiegel. Was ist ein Wundsiegel? Die hier. Ist das doch Magieschaden und nicht Blitzschaden, den er macht, oder wie? Weil das ja so rote Blitze sind, dachte ich jetzt eher an Blitzschaden. Hatte ich vorhin kurz gefragt. Eins höher. Das ist nur Radagons Narbensiegel, aber auch den erlittenen Schaden, ja, weiß ich nicht. 10% mehr von wenig ist nicht so viel. Davon gibt's eins, erhöht Attribute, aber auch den erlittenen Schaden. Hast du nicht? Okay, ja. Ist gut. Ja, jedenfalls. Blutverlust in der Nähe ist Quatsch. Weil jetzt mache ich ja keinen Blutverlust. Dann packe ich doch mal die Angriffskette jetzt einfach mal mit rein. Mal gucken. Ich schau mal, was mein Schwertchen überhaupt gegen ihn ausrichtet. Okay. Macht hier, glaube ich, wenig Sinn. Jo, da ist jemand ein bisschen minimal angepisst. Ja, ich habe jetzt halt keine Fokuspunkte mehr. Das ist... Aber das Schwert tut schon seinen Job wieder mal. Huch. Hoppla. Was passiert hier? Können wir bitte aufhören? Oh Gott, ich bin schwer. Fuck. Nee, den bitte. Komm schon, steh auf, lass mich das wechseln. Steh auf, lass es mich wechseln. Ach.
Okay, Schwert finde ich gut. Ich wollte jetzt auf die Keule wechseln, weil ich halt keine Flasks für die Ding habe. Aber in dem Fall machen wir es jetzt richtig. So. Und so. Angriffsserie mache ich nicht. Das kann ich reinmachen. Und hier Lebenspunkte, Ausdauer. Ja, okay. Ich glaube, so ist gut. Und jetzt einmal kurz und dann dürfte das doch drin sein. Zwei? Reichen zwei? Gehen wir auf Nummer sicher. Nicht runterfallen. Ich könnte natürlich noch, weil es glaube ich vom Gewicht her reicht, einmal den noch reinpacken. Um eventuell die Waffe noch minimal zu verstärken, auch wenn es nicht viel bringt, aber ein bisschen. Un petit peu. Ein kleines bisschen mehr Schaden. Ah, und ich glaube, meine Medizin ist auch falsch für die Waffe. Meine Medizin ist auch falsch für die Waffe. Wobei, nee. Stimmt gar nicht. Es könnte passen. Also, ich schluck die gleich am Anfang mal, zum Schauen, ob es was bringt. Ah, fuck, warum? Ach, keine Ausdauer. Ohne Ausdauer geht da natürlich nicht viel. Ist meine Medizin schon vorbei? Lol. Huch. Wir können... Oh, ja, komm, ey. Er brutzelt mich nach hinten. Und ich habe mich schon gefragt, wo bleibt denn der Angriff? Und dann killt mich einfach der gesamte... Oh, Mann. So, jetzt aber. Julius, grüß dich, hi. Und erneut und nochmal, schön, dass ihr alle am Start seid.
Ich glaube, der Suff hat ein bisschen was gebracht, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Ja, ich muss natürlich genau dort stehen bleiben, wo es am ungeschicktesten ist. Oh, okay. Oh, okay. Aha, wir werden unsichtbar. Ach scheiße, ich habe die anderen Flakons nicht ausgewählt. Shit. Ja, was machen wir da? Nein. Nee, 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 nee. Komm, steh auf. Jetzt. Ach, fuck. Ja, wenn man dann im Menü rumfuschen muss, weil man einfach verkackt hat, seine Ausrüstung richtig zu wählen. Nicht gut. Der Kollege, ganz schön wild. Aber, ja, die Umgebung ist richtig geil. Es ist mal ein anderer Drache mit einem anderen Muster. Ganz anderen Angriffen. Alles neu. Mehr oder weniger. Also größtenteils neu, hätte ich jetzt gesagt. So, was ich gesehen habe. Eigentlich alles. Das war nichts. Nichts davon sah gleich aus. Der beste Drachenfight. Ja, weil alle anderen irgendwie ähnlich sind. Und das ist halt ein... Der ist ein bisschen eigen. Der ist ein bisschen anders, deswegen... ist es auf jeden Fall ein... eine Abwechslung zu den anderen Drachenkämpfen. So, haben wir denn jetzt alles? Ja. Ich glaube, jetzt passt's. So, jetzt machen wir aus Spaß einmal den. Mal gucken, ob das irgendwas bringt. Jetzt brutzel ich, dann saufe ich den. Dann kann ich weiterlaufen, die zweihändig nehmen. So. Ah, das macht kaum mehr Schaden, ne? Lohnt sich nicht. Mist, falsch ausgewichen. Ah, jetzt kommt die Nummer. Das heißt, da muss ich ein bisschen weglaufen, glaube ich. Ja, genau, schön weit weg. Sehr gut. Ah, fuck. Das killt mich jetzt. Ja, scheiße, ich hab's nicht mitgekriegt. Ich hab das Geräusch aber, glaube ich, gehört. Ich glaube, ich habe das Attackengeräusch gehört und wahrgenommen. Ah, kacke.
Da kommt so ein hoher Ton. Am Anfang. Wenn er das startet. Aber das ist schon auch echt geil gemacht hier, ne? Gerade man kommt nach rechts nicht weiter, nach links nicht weiter und dann rennt man hier ein bisschen hin und her und denkt sich, hä, was, wie? Und dann gibt's da diesen Button, der aufleuchtet, weil ich hätte es jetzt nicht wahrgenommen, dass da was Spezielles ist, obwohl hier natürlich kein Skelett liegt, ist es natürlich etwas auffällig, dass da was Besonderes ist, aber ich hätte es jetzt so nicht direkt wahrgenommen. Also ich glaube, die Magie können wir uns schenken. Sauf ich lieber die Flasche. Da hätte ich nochmal gucken können, ob es nicht eine bessere Kombination gibt. Ja, das war jetzt ungeschickt. Das war zu spät. Das ist der hohe Ton. Okay, und was war vorhin das Ding? Bei dem anderen Angriff. Oh, was? Ja, jetzt kommt die Nummer. Mist. Nein, 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 nein. Okay, ha, das war jetzt gar nicht das, was ich dachte, was passieren würde. Okay. Shit, nicht gut. Oh, oh, scheiße. Scheiße, scheiße. Nicht zweimal treffen lassen. Lauf! Kleiner Mann, lauf! Scheiße. Zu nicht weit genug gekommen. Nicht weit genug gekommen. Alter, wie geil das aussieht. Holy shit, okay. Ah ja, die Nummer. Okay, da ist er wieder weg. Oh, oh, das war knapp. Scheiße. Wichtig.
Ganz wichtig. Okay, kein Damage. Jetzt höre ich ihn nicht, von wo er kommt. Scheiße. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Da. Oh, shit. Oh, er lasert. Er lasert. Heiliger... Oh mein Gott. So kurz vor Ende. Oh nee, muss ja dann das Lasern anfangen. Dick, willkommen zurück. Ich merke schon, der Kampf scheint bei manch einem Begeisterung auszulösen. Da ging mir jetzt gerade aber auch die Düse, ey. Die Media-Fraktion. Media ist ein typischer FromSoft-Drache, den du hier halt überall in Elden Ring findest, finde ich. Die sind alle wie Media, so gefühlt. So ein paar Kleinigkeiten unterscheidet den, ja, okay. Aber so im Großen und Ganzen ist er sehr ähnlich zu den anderen Drachen hier in Elden Ring. Und das, der Kampf ist dann doch ein bisschen ein besonderer Drache. Die sind ja auch lieber als dieser hier, okay. Ja, der ist halt diese Arena, ne? Und dass man die Blitze nicht hört außenrum und so, das ist schon geil. Schon cool. Meinen Arzneitrank, den brauche ich in der zweiten Hälfte oder die letzten 25%. Cinematisch ist das ultra geil. Ja, genau. Hoppala. Irgendwo habe ich ihm vorhin ein bisschen mehr Schaden gemacht. Ich weiß nicht mehr wo. Oh, okay. An der Stelle trifft er mich nicht so krass. Das ist mies, dass mich da die zweite Hälfte trifft von dem Aufschlag. So, jetzt haben wir wieder... Da. Ach, schade. Ah, nee, okay, das darf ich nicht machen. Gut zu wissen. Okay, weg. Sonst reicht's wieder nicht vom Abstand, wenn ich nicht gleich weglaufe, sondern ihm noch versuche, eine mitzugeben. Und rein. Okay, shit. Ah, das ist mein Tod. Nee, nicht ganz. Jetzt verschwinden. Nee, verschwindet nicht. Das ist gut.
Ah, das war jetzt dumm, dass ich an der Stelle gesoffen habe. Ah, das ist auch... Da weiß ich noch nicht... Was mache ich denn dagegen? Auf die Tatze habe ich mehr Schaden gemacht. Aber genau vorne dran. Ah, Mist. Scheiße. Oh, das war jetzt dumm. Okay, Mist. Ja, das war's wahrscheinlich. Weil irgend so ein... Ja, ja. Weil mich irgend so ein... In ihn reinrollen, meine ich. Nee, an der Stelle, wo er durch mich durchfliegt und dann aber noch so ein Ding hinterlässt. Mit in seine Richtung rollen vielleicht. Nach hinten weg oder so. Hm, das könnte sein. Ich muss zu viel saufen am Anfang. Ich muss weniger Schaden bekommen. Das ist momentan das Problem. Ah, das macht er auf einer Seite. Du musst auf die... Ah, okay. Also doch so ein bisschen wie bei den anderen Drachen, wenn sie über einen drüber fliegen. Und Feuer in eine Richtung spucken. Ach, zu spät. Ah, dass das keinen Schaden macht an der Stelle, ist ein bisschen schade. Da muss ich mir mehr Zeit lassen. Und es war jetzt leicht dumm, dass ich nicht gesoffen habe. Und er mich mitzieht. Lol. Er hat mich mit nach oben gezogen. Das war ja jetzt wild. Und dann habe ich irgendwie Fallschaden noch bekommen oder so? Nee, das kann ja... Doch, muss ja fast. Ich glaube, ich habe gerade Fallschaden bekommen. Weil ich eine gewisse Geschwindigkeit hatte, dadurch, dass er mich mitgezogen hat und dann ich aufgekommen bin. Ich glaube, das war ein Fallschaden am Ende. Wobei, nee, Fallschaden, dann hätte er geschrien, ne? Dann wäre dieser Schrei gekommen. Ah! Ich bin in den Tod gestürzt. Dieses Gehopse hier auch jedes Mal, ne? Ah, ärgerlich. Es war vorhin so knapp. Er war schon so gut wie hinüber, der Gute. Und dann habe ich verkackt. Es könnte halt sein, dass die Keule immer noch doch besser ist, aber ich bin mir... Ich weiß nicht. Habe ich ihn mit der Keule... Wie viel Schaden habe ich ihm mit der Keule gemacht? Ich weiß es nicht.
Ah, zu früh gerollt. Zu spät gerollt. Oh, in ihn reingerollt. Dumm. Ah, diesmal hat es nicht getroffen. Sehr gut. Ah, fuck. Oh, gut. Gut, gut, gut. Glück gehabt an der Stelle, dass der Stagger noch gereicht hat. Der Stunlock. Ah, Mist. So, mein Guder. Ah, Mist. Oh, es hat noch gereicht, okay. Ah, das war jetzt ungeschickt. Da bin ich in die Attacke rein gelaufen. Bleiben wir mal ein bisschen weg. Oh, nee, lasert der jetzt? Nee, noch nicht. Ah, scheiße, das trifft. Scheiße. Nee. Gut, dann saufen wir halt vorher. Hoppla. So. Jetzt kommt das, genau. Okay, hat nicht getroffen diesmal, sehr gut. Doch ein bisschen in seine Richtung so, das stimmt schon. Ah, Mist. Wo bist du? Da. Oh, oh. Ah, fuck. Keine Ahnung. Das killt mich jetzt wahrscheinlich. Ja. Ich hasse so Rumgelaser. Oh Mann, ey. Das war bei Media schon scheiße. Die Laser waren bei Media aber ein bisschen besser zu erkennen. Ich weiß nicht, wie oft er mich weggelasert hat, bis ich erkannt habe, wo ich hin muss. Ich meine, er lasert ja jedes Mal gleich. Aber fand ich bei Media schon irgendwie seltsam, dass es einfach überall einen mehr oder weniger trifft. Nur wenn man direkt unter ihm, aber er war so recht weit weg. Bei den Lasern so weit weg, wie es geht. Ich würde tatsächlich eher so nah hin wie möglich. Wäre mir lieber. Demon Prince. Dämonenprinzen. Machen die auch einen Laserangriff? Ja, ne? Ja, ja, doch. Aber den hatte ich bei... Als ich ihn besiegt habe, war das unproblematisch, glaube ich. Weil ich da... Da hatte ich ein glückliches Pattern. Zu spät gedrückt.
Hoppla. Hoppla, okay, er haut ab. Kann ich einmal den saufen? Beim Lasern sofort tot. Ach, what? LOL! Ich hatte volles Leben! Was ist Vigor? HP, lol, okay. Wow, echt? Einer der wichtigsten Werte für mich. Bisschen ärgerlich, ey. Das war schon wieder so eine Nummer. Der zweite Versuch oder so war der beste. Erste, zweite Versuch. Und jetzt muss ich mich hier ein bisschen abmühen. Bin immer noch am Überlegen, ob die Keule vielleicht besser wäre. Zwischendurch. Ob ich nicht besser die dicke Keule auspacken sollte. Mist. Naja, schon gemerkt, dass der mich trifft. Ach, Scheiße. Fucking hell. Jetzt ist er ein bisschen böse geworden, der Gute. Keinen Bock mehr auf Stunlock. Fuck. Und ich bin gerade... Oh shit, jetzt bin ich tot. Nein, ich hab's überlebt. Okay, aus welchen Gründen auch immer. Ach, zu spät gedrückt. Okay, ich habe ja schon gemerkt, dass volles Leben echt vollkommen wurscht ist, wenn er den hier macht und ich trotzdem getroffen werde. Ich muss dem Ding ausweichen. Ach, Scheiße. Ja, das ist der, der mich instant killt, glaube ich. Das war gut. So ein bisschen auf ihn zu, in ihn rein ist gut, auf jeden Fall. Ah, fuck. Nee, nicht weglaufen. Oh, Scheiße. Da, Luch. Shit.
Ah, Mist. Ah. Dummes Timing gehabt. Richtig dummes Timing mit allem. Gerade gehabt. Oh ne, jetzt kommt die Laser. Ja, ich muss weglaufen, weil er viel zu nah dran ist. Man muss beim Laser weglaufen. Und hoffen. Okay. Ja, Laser weglaufen ist gut. Ach komm. Shitty. Na, weil seine scheiß Katze im Weg war. Wollte nach hinten wegrollen irgendwie, aber da feuert er ja dann später auch kurz hin, aber vielleicht hätte es funktioniert. An was hat's jetzt gefehlt? An Heiltränken eigentlich. Ich muss noch mal kurz ein bisschen was ändern. Noch mal was umstellen. Also, einmal brauche ich einen Heiltrank mehr. Dann hätte ich gerne eine andere Arzneimischung. Und zwar... Angriffsserien brauche ich nicht. Und da hätte ich gerne... Das hier. Passt. Müsste reichen. Ja, sick. Ich hatte irgendwie das Gefühl, auf ihn zurennen mit dem Laser wäre vielleicht die bessere Wahl, aber die startet er, wenn er so weit weg ist, dass das auf ihn zurennen einfach viel zu anstrengend ist. Da das Pattern sich aus zu überlegen, wie lasert er, damit ich wie laufen kann, um dann nicht getroffen zu werden, das ist viel zu viel Aufwand dafür, dass ich einfach weglaufen kann und warten kann, bis er fertig gelasert hat. Bei ihm ist es anders, ja. Der Kampf ist insgesamt ein bisschen anders als bei Drachen. Das ist ganz cool, jetzt hier mal einen anderen Drachen zu bekämpfen. Ja, hey, man kann sich natürlich einprägen, wie er lasert. Er lasert ja immer gleich. Das Pattern, dass er auf den Boden lasert. Aber, ach, schade. Ey, komm. Ey. Ey. Ah, das ist doch schon wieder rigged hier. Klappt doch schon wieder nichts mehr. Oder doch? Ah, ein bisschen vielleicht. Hoppla. Oh shit. Okay, da komme ich nicht mehr weggelaufen. Wann explodiert der? Keine Ahnung, ich war zu früh. Ah, ich hätte einfach auf ihn gehen sollen. Er war einen Hit vorm... Ah, Mist. Schade. Keinen Treffer mehr, bevor er abhaut. Indem er nicht diese roten Blitze... Was? Hoppla. Nee. Ja, sehr gut. Ah, fuck.
Scheiße, das ist mein Tod, glaube ich. Ja, weil irgendwas mich noch trifft, was hier irgendwie nicht mehr zu sehen war. Ich dachte, ich überlebe es. An dem er nicht diese roten Blitze schießt, da kannst du ihn dann attacken zwischen seinen Klauen. Okay, da bin ich mir jetzt gerade hinten. Ach so, auf der, in der rechten Flanke irgendwo oder was? Okay, aber ey, nee, das ist alles easy. Das passt schon. Die kriege ich auch ausgewichen, aber da könnte man sich mal so ein paar Tricks anschauen, falls man das hier mal irgendwann mal noch als, keine Ahnung, Speedrun-Challenge oder sowas macht. Wahrscheinlich niemals. Niemals wäre, ja, sag niemals nie, ne? Aber Elden Ring, Speedrunnen, All Bosses oder so ein Quatsch, ne. Boah. Das ist doch der absolute Horror. So wünsche ich mir das doch. So muss das laufen am Anfang. Auch wenn ich den ersten Treffer, den ich erlitten habe, hätte vermeiden können, aber... Hoppla. Das kam viel schneller als erwartet. Das war jetzt wichtig. Ich habe gesehen, was er tut. Ich habe ihn genau beobachtet und habe gehofft, dass es reicht. Nein! 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 Scheiße. Ich habe die falsche Taste gedrückt. Ah, shit. Ah, das ist der falsche Trank. Da müsste ich den anderen nehmen. Bleib liegen, bleib liegen. Ah, okay, alles gut. Ah, okay. Jetzt kommt, glaube ich, der Laser, ne? Nee, kein Laser? Kein Laser, okay. Na gut. Ja, mein Fehler. Shit. Wo ist er? Da. Gerade noch rechtzeitig gesehen. Jetzt kommt der Laser. Okay. Lauf um dein Leben, kleiner Mann! Ah ja. Okay. Ich war noch nicht weit genug weg. Alter Schwede. Ah, ärgerlich, dass das trifft. Ärgerlich, dass das trifft. Dieses Geräusch, was diese Attacke macht, das ist so geil, ne?
Warte kurz. Okay, alles easy. Oh, ich habe ihn auch getroffen. Geil. Ups. Okay, das war's. Wenn ich jetzt rankomme, dann war's das. Nice. GG, dankeschön. Dankeschön. Oh, das gibt sogar ein Echo. Cool. Danke, Leute. Vielen Dank. Ja, Drache ist alt und angeschlagen. Stell dir vor, wer in seiner Prime. Ja. Wenn du weißt, woher er kommt, sprint auf ihn zu. Habe ich jetzt nicht gebraucht, den Tipp. Ich weiß auch gar nicht genau, was, in welchem Zusammenhang jetzt gerade. Auch halb so wild. Halb so wild, es hat geklappt. Alles easy. Nice. Also. Ja, komm, wir gehen da mal auf 20. Das reicht aber. Dann machen wir noch ein bisschen Geschick, weil, why not? Jetzt habe ich noch 90k. Ja, dann schlucke ich mal noch eine Seele. Runen. Dann futter ich mal noch ein Rühnchen. Ja, guck mal, perfekt. Genau die richtige gewählt. Ich glaube, 97.000 brauche ich. Ja. Yep. Nice. Ja. Was auch immer. So, haben wir den erledigt. Damit ist Pandora durch, würde ich sagen. Oder? Gibt's hier noch was? Nee, haben wir alle Bosse gekillt in Pandora. Ist durch. Sehr gut. Nice. Jetzt gehen wir zum Abschluss der Folge für YouTube. Gehen wir nochmal kurz hier hin, oder? Gehen wir nochmal kurz dahin. Oh. Einmal noch mal ganz kurz bei Marlene vorbeischauen. Nachdem wir jetzt Pascal besiegt haben, können wir ja jetzt zu Marlene. So.
Ah, fuck. Schade. Ah, solider Versuch. Für die erste Phase. Aber diese kurzen Schnetzeldinger, die... Der kurze Fuchtler ist... Der kleine Fuchtler. Und das große war ja... Wassergeflügeltanz. Ich hatte nicht genug Leben, um es zu überleben. Und das Timing für den ersten habe ich noch nicht ganz. Es ist auch schwer, das zu finden, wenn man sie nicht ganz sieht, sondern nur ihren... Was ist das? Der rechte Fuß, glaube ich. Wenn man nur ihren rechten Fuß sieht, über sich schweben. Weil weglaufen kann ich in dem Moment auch nicht. Du bist so eine Arschgeige mit deinem Fuchtler. Der Fuchtler ist so eine miese Nummer. Hör auf, ey, also komm. Und dann immer dieser dämliche Stunlock, in dem man hier drin hängt manchmal, wenn sie... Ah, ja, genau den hasse ich, wie die Pest. Ah, fuck, ich bin tot. Komm, ich will doch nur einmal noch mal in die zweite Phase kommen. Das wäre schön. Thank you.
Nice. Geht doch. Einmal in die zweite Phase. So, jetzt gucken wir mal. Das war jetzt erstmal so ein... Oh, okay. Auf mich zu und... Okay. Wow! Okay. Sie ballert einmal auf mich zu und explodiert dann. Zweimal ausweichen im richtigen Moment. Instant in der zweiten Phase gestorben. Oh, shit. Mist. Ah, shit, ich bin tot. Ah, zu wenig Leben gehabt, um das wegzutanken. Schade, schade. Wie hatte ich denn gestern, als ich in die zweite Phase gekommen bin, so lange überlebt gegen diesen, gegen dieses Geschoss, was sie macht? Holy shit. Nee, nee, nee. Nee, ach, fuck. Wollte mal saufen zwischendurch. Shit. Besonders sparsam mit den Tipps. Ich brauche, also... Nee, alles easy. Ich wüsste gar nicht, was für Tipps hier irgendwie helfen würden, als weich geradeaus nach links oder nach rechts aus. Und das versuche ich ja schon die ganze Zeit, also... Ich finde auch nicht, dass eure Tipps auch nur im Ansatz geholfen haben. Um ehrlich zu sein. Na. Keine Ahnung, diese Attacke macht mich immer noch wahnsinnig. Die ist immer noch uncool und immer noch echt schmutzig, finde ich. Ich finde die immer noch echt schmutzig und diese Attacke macht mir keinen Spaß. Der Rest heute war cool. Der Drache hat den fand ich super. Da gab es schöne Sachen zu lernen, man hat es verstanden, es war alles verständlich und ja,
Das ist mir am wichtigsten so immer bei so Kämpfen, die ich cool finde, ist, wenn ich es verstehe. Wenn ich sehe, was passiert und weiß, okay, wenn ich das tue, dann trifft es mich nicht. Aber das verstehe ich bei Marlene einfach noch nicht. Hoffentlich verstehe ich es irgendwann. Und vielleicht habe ich dann eine andere Meinung zu dem Kampf, aber den Kampf zu lernen ist richtiger Nerv. Auf Nerv, das ist richtig nervenaufreibend, so, das will ich sagen. Mal gucken, ob wir am Anfang der nächsten YouTube-Folge noch den ein oder anderen Versuch machen und dann erst woanders hingehen oder direkt irgendwo anders hingehen. Wir werden sehen. Leute auf YouTube, danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Tschüss.